herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Deponia Doomsday. Der Tag hat sich wiederholt und wir sind jetzt wieder am Fuße des Aufzugs und wir haben einen Schlegel. Wir sind bei der unteren Aufstiegsstation und den Schlegel hat uns Ronny ja schon irgendwie ein bisschen angedeutet, dass wir den vielleicht im Aufzug brauchen könnten. Etwas Echsenhaut haben wir auch mitgenommen und das war's dann auch. Das heißt, wir betreten den Fahrstuhl wieder und schauen, wo uns der nun endlich hinbringt. Mit dem Schlegel müssen wir wohl auf die Tasten klopfen. Das heißt, wir nehmen das Gegengewicht und können mit dem Schlegel jetzt auf die Tasten klopfen. Nein. Können wir den Schlegel direkt mit der Tastatur benutzen? Dafür brauche ich nur meine Finger und mein... Nein. Können wir den mit dem Gegengewicht benutzen? Aha! Okay. Jetzt können wir mit dem Schlegel wahrscheinlich in die verschiedenen Zones. Vorher würde ich aber gerne noch einmal die Klaviatur testen. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Ja, zur Fun-Zone wollte ich nämlich noch mindestens einmal. Und zwar wegen dem vierten Minispiel, was wir nicht geschafft haben. Weil der Tag sich resettet hat. Und das wollte ich auf jeden Fall noch nachholen. Also, Fun-Zone. Oh ja, das klingt nach Fun. Fun-Zone? Oh ja, das klingt nach Fun. Dann ist es entschieden. Auf zur Fun-Zone! Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! Also, gestern waren wir ein bisschen happier in der Fun-Zone, aber das macht ja nichts. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fun-Score aufbauen. Vielleicht ja sogar. Moment, hier ist Feuer. Alter. Ich sehe überhaupt keinen. Okay, jetzt haben sich wieder ein paar erhoben. Aber wo? Mein Gott! Hier, pam. Einer von fünf. Ich hätte gerne irgendwie, falls das geht, einen Fun-Score von 10.000 tatsächlich. Ah, Mann, noch weiter unten. Oh mein Gott. Mann, wo sind die Penner? Da ist einer. Eine. Oh, ist das schwierig. Unfassbar. Es ging gestern viel besser. So, pam. Zwei. Na, wo sind die nächsten? Na? Traut sich gerade keine mehr, wollte ich gerade noch fragen. Da. Na, oh Gott. Ey, wie soll man denn überhaupt die Kinder treffen, wenn man die nicht mal sieht? Ah, zu spät. Steuerung ist ja auch mehr als nur... Egal, wir machen Fun-Score. Das ist das Wichtigste. Hier haben wir den dritten Treffer auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das 10.000, der 10.000er Score überhaupt geht, ohne dass sich der Tag resettet. Weil ich hätte schon gerne einen Preis abgestaubt. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir auch alles mit, was geht. Aber dazu müsste ich jetzt noch zwei... Ich korrigiere, einen Treffer landen. So, und wo ist denn? Ja, pam, selbe Position. Das war aber schlecht von euch. Sehr schön, damit hätten wir das hier abgearbeitet. Fun-Zone verlassen. Das will ich gar nicht. Ich will auf jeden Fall nach Golf noch zum Pool. Unser Fun-Score erhöht sich einfach von selbst. Das ist einfach immer wieder geil. Oh, das war nicht so geil. Das war auch nicht so geil.
Okay. Also das Ganze nochmal. Hoppa und zack. Der war jetzt nicht mal so schlecht. Aber wahrscheinlich auch etwas zu kurz. Das Einhorn einfach. Oh. Okay, ich will ihn ziemlich perfekt treffen. Der war ja auch nur mittelmäßig. Dann kann ich das Loch vielleicht mal treffen. Und jetzt, Mann, wieder nicht so richtig. Hey, ist die Markierung bei der Stärke eventuell das Minimum? Wir sollten mal drüber gehen. Ich gehe mal Fullspeed, komm, was soll der Geiz? Zack. Und zack. Oh, Mann, wie habe ich das? Letzte Folge? Ich glaube schon. Wie habe ich das letzte Folge gemacht? Der war schon etwas besser. Unser Fanscore erhöht sich, ja, okay. Die Musik ist auch geil. Wir brauchen etwas mehr Speed und müssen besser im grünen Bereich sein. Zack! Das ist jetzt ein perfekter Schlag. Perfekt, Tomate. Plopp. So. Dann haben wir hier noch den Pool, den wir gestern nicht gesehen hatten. So, was geht hier jetzt ab? Blubbern! Ernsthaft? Jetzt haben wir gerade mal einen Score von 5000. Ich will aber 10.000 und nach dem Autorennen wird sich wahrscheinlich der Tag resetten. Das hilft dir nichts, wir müssen es trotzdem versuchen. So, und hier können wir Gas geben. Aber gut, selbst wenn sich der Tag resetten sollte, ist das gar nicht so schlimm. Ich meine, den Schlegel können wir auch nochmal hinnehmen. Wir hatten einen Fun-Score von 9009. Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Mal wie viele Punkten bin ich, Hank? Himmel. Hat noch ein Rufus! Was sitzt du denn da rum? Mühi Punker! Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Nur mehr Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Okay, wir hatten 9.999 Punkte. Man kann die 10.000 wohl nicht erreichen. Ja, okay. Goal gehen nicht, das hatten wir alles schon. Wir gehen raus. Die Zeit läuft. Alles, was wir noch tun müssen, ist hier ins Terminal zu gehen. Aha. Hier zu sprechen. Oh. Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt Kusch. Bla 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 bla. Mein Name spielt sowieso keine Rolle. Das kennen wir alle schon und du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Okay, gut. Damit hätten wir das wieder erledigt. Dann gehen wir rein in den Fahrstuhl. Haben wir... Ah, shit, genau, da war was. Wir haben den White Key ja noch gar nicht.
heißt, wir gehen hier rein und ziehen der lieben Klaviatur da drüben mal einen Zahn. Sag, und zwar ein A. Obwohl es ein... Das war Fiss, du Banause. Fiss ist, genau. Aber das kennen wir ja alle schon den Tag. Diese Szene haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Jetzt haben wir den White Key, können auf der Klaviatur spielen. Und wie mir gerade auffällt, hängt der Schlegel hier schon drin. Wo soll ich, du könntest... Bla, 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 bla. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Natürlich. Los geht's! Ronny! Oh Gott. So. Und dennoch liegt der Schlegel hier unten. Haha, Paradoxon. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich denke, dass der Schlegel und das Gewicht da dort drin nicht hängen sollten. Aber okay. Wir nehmen den mit. Die Echsenhaut dürfen wir nicht vergessen. Alles nochmal betrachten. Mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Ja, ja. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelwaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Okay, gut. Hätten wir das auch nicht, dass das eventuell einen Unterschied macht? Will er wirklich für alle Ewigkeiten in diesem Schacht stecken bleiben? Mac Chronicle, sag doch mal was. Du, Mac? Ja? Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisensache richtig verstehe. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Okay, oben fangen wir natürlich an. Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier gleich nochmal gelandet? In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grilldonnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa minus 12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronokar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Okay, gut. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Und können wir uns selbst treffen? Wie, glaube ich, schon einmal geschehen? Sag mal. Heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Ja, und deshalb sitzen wir hier gerade in einer Zeitschleife fest. Wieso denkst du, dass sich unser Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten? Ja, warum eigentlich? Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Hä? Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Das war allerdings wirklich nicht gerade einfach erklärt. Aber ja. Also nur weil wir wissen, was hier vor sich geht, heißt das, dass unsere anderen Ichs alles exakt so machen, wie wir es getan haben. Zeitreisen sind komisch. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronokar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Das ist es ja mitunter auch. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Ja,
unter Umständen schon. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Das ist so richtig.